Heute sehen wir uns fünf Fragen zu Power BI an. Beginnen wir mit der Frage Nummer 1. Ist Power BI kostenlos? Die Antwort ist ja. Power BI für Desktop und Mobilgeräte ist kostenlos verfügbar. Bietet alle Analysemöglichkeiten wie in der Pro-Version. In der kostenfreien Version ist aber das Datenvolumen auf 2 GB pro Nutzer beschränkt. Der Vorteil der Pro-Version liegt in der Zusammenarbeit in Teams für das Erstellen eigener Content Packs und für das Einbinden in Active Directory. Kommen wir nun zur Frage Nummer 2. Welche Nachteile hat Power BI? Es bietet keine Unterstützung für Dateien, welche größer als 2 GB sind. Des Weiteren besitzt sie eine Limitierung bei der Konfiguration von Visualisierungen, aber auch bei der Anwendung der Sprache DAX kann die eine oder andere Herausforderung zu hoch sein. Kommen wir nun zur Frage Nummer 3. Nenne wichtige Komponenten in Power BI. Hierzu zählt Power Query, welches Daten aus verschiedenen Quellen leichter ermitteln, kombinieren und optimieren lässt. Power Pivot, ein Modellierungstool. Power View zur Datenvisualisierung, mit der interaktive Diagramme, Karten und andere visuelle Elemente erstellt werden können. Power Map, Werkzeug, um standardbezogene Daten zu visualisieren. Und zu guter Letzt, Power Q&A ermöglicht die Beantwortung von Fragen, welche in einer natürlichen Sprache gestellt werden. Nun sehen wir uns Frage Nummer 4 an. Welche Sprache verwendet Power Query? Power Query verwendet die Programmiersprache M-Code und ist eine neue Programmiersprache, die sehr ähnlich zu anderen Programmiersprachen ist und einfach zu erlernen ist. Kommen wir zur letzten Frage. Frage Nummer 5. Was ist ein lokales Datengateway? Das lokale Datengateway fungiert als Brücke, die schnelle und sichere Übertragung von Daten zwischen lokalen Daten und mehreren Microsoft Cloud Services ermöglicht. Falls ihr Fragen zu einer dieser Fragen habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.